So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play New Super Luigi U für die Wii U. Und wir machen mal die Knochenbahn im Blumenmeer, was? Na toll. Wow. Ach ja, verdammt. Das ist einfach runtergefallen. Wie scheiße. Das fängt ja schon mal gut an. Also, da sind wir wieder bei... Nein. So, Knochenbahn im Blumenmeer. Ihr merkt das ja an den Leben und so, wenn ich das mal irgendwann... Was? Alter, ja, erst kommt er nicht weit genug, jetzt fliegt er zu weit. Was zur Hölle? Liebe Entwickler, was soll denn das? Warum tut ihr mir sowas an? Wieso fliegt ihr da einfach zu weit? Warte mal, Pilz. So, das ist gut. Und jetzt bitte einmal... Ohne zu weit zu fliegen. So, die erste habe ich schon mal nicht gekriegt. Auch toll. Ich vermute mal, ich muss sie nach ganz oben irgendwie. War wahrscheinlich richtig die Vermutung. So, wo die Sternmünze ist, weiß ich nicht. Ah, ich sehe die Sternmünze. So, jetzt bin ich natürlich da runtergefallen. Mann. Das ist doch scheiße. So. Knochenbahn im Blumenmeer. Also gut. Komm zu Papi, du Pilz. So. Da konnte ich gar nicht springen, weil ich gar nicht drauf gelandet bin. Wie scheiße. Mann, wer macht denn so ein Spiel? Wo du gar nicht. Wo du teilweise nur einen Meter falsch stehen musst und schon kannst du gar nicht mehr das schaffen. Siehst du, genau das meine ich. Wieso springt er denn da so weit? Ich verstehe das nicht. Sag mir das mal einer. Vielleicht drücke ich auch wieder den falschen Knopf. Das kann auch gut sein. So. Mann! Wieder nicht passend gesprungen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Nee, weiß ich nicht. Gut, jetzt hier rüber. Gut, jetzt hier rüber. Und jetzt hier rüber. Und da unten wäre die Sternmünze gewesen. Das wäre ihre Sternmünze gewesen. Und da wäre die letzte gewesen. Gut. Und was bist du? Führst mich hoffentlich zum Ziel. Nicht mal das Leben kriege ich. Also ich habe jetzt gar keine Sternmünze gesammelt. Ist natürlich auch toll, aber ich habe das Level beendet. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Jetzt muss ich mal rein und die Sternmünzen sammeln. Toll. Das ist aber auch fies. Aber ich weiß jetzt, wo die sind. Das ist gut. So, Knochenbahn im Blumenmeer. So, ich hoffe, das zweite Level ist nicht wieder so scheiße. Das war ja das mit diesen Links, ne? Ich erinnere mich. Ah, wenigstens habe ich die Sternmünze gekriegt. Naja, immerhin. Etwas. So. So, gut. Jetzt bin ich schon fast versucht, die anderen Sternmünzen nicht zu holen, um erstmal überhaupt irgendeine zu haben. Die anderen kann ich aber noch holen. Mal abgesehen davon, dass ich da irgendwie runter muss, offensichtlich. Naja, ich hab's geschafft, immerhin. So, Level beendet, yeah. Auch schön. Mit einer Sternmünze von 3. Fehlen also noch 2. Hey, ich bin gut in Mathe, oder? Weh, einer sagt jetzt nein. Ja, ich kann 3 minus 1 rechnen. Ja, das ist schon eine Herausforderung. Andere Leute können nur 1 und 1 zusammenzählen. Ne? Detektive zum Beispiel. Scheiße. Wer denkt sich denn das aus? Alter, was ist denn das für ein Müll manchmal einfach? Dieses Spiel. Das ist doch... Da springst du mal irgendwie einen Meter zu weit oder zu kurz oder
war eine Millisekunde zu spät und schon. Also das ist echt unfair. Jetzt habe ich die Münze wenigstens einigermaßen gut gekriegt sogar. Krass. So, jetzt muss ich hier oben drauf, genau. Jetzt muss ich hier rüber. Jetzt muss ich hier rüber und jetzt muss ich hier runter. Warte, nicht ducken, genau. Und jetzt kommt hier nämlich diese Sternmünze und die andere habe ich jetzt nicht gekriegt. Gut, egal. Jetzt habe ich zumindest schon mal zwei. Holen wir uns die halt nacheinander. So. Nur das schaffe ich irgendwie nicht. Naja, egal. Level beendet. Das dauert auch gar nicht so lange, ne? Nur 40 Sekunden circa. 42 in dem Fall. Ist nicht lange. So. Ah, okay, jetzt noch die letzte. Das kann ja lustig werden. Also Pilz. Und hier rauf. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Alter, wer macht denn so eine Scheiße? Guck dir das doch mal an, das geht doch gar nicht. Der landet gar nicht richtig drauf auf der Knochenbahn, sondern... Ja, ich weiß auch nicht, so. Jetzt, hallo. Nimm den Pilz, danke, so. Mann! Wie scheiße. Ne? Wie scheiße einfach. Hallo, wieso rutscht da immer runter? Willst du mich verarschen oder so? Hm. Wie man da runterkommen soll, ist mir noch ein Rätsel. Da muss es irgendeinen Trick geben, auf jeden Fall. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Auf jeden Fall ist es von Vorteil, wenn man da groß ankommt. Ne? So, rechtzeitig gedrückt. Ist auch schon mal die halbe Miete. So, jetzt bitte einmal mit den, ne? Und so. Ach Mann. Wer denkt sich denn nur so eine Level aus? Sowas ist echt unfair, muss ich einfach mal sagen. So. Nein, Alter, ich bin doch gesprungen. Verdammt noch mal. So, das ist echt fies. Also das mit diesen Dings da ist doch... Wer denkt sich das aus? Eigentlich hätte ich da doch durchkommen müssen oder nicht? Ich weiß es nicht. Manchmal geht das nicht. Ich verstehe das nicht. So, jetzt hat es zum Beispiel geklappt. Mir ist das ein Rätsel, echt. Jetzt bleib doch mal da drauf. So. Jetzt haben wir die letzte Sternmünze, das ist auch ganz gut. So, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht so gemacht haben, wie es gewollt war, aber ist auch egal. So, Level beendet, yeah. Ach, ist das nicht schön, ist das nicht schön. So, jetzt möchte ich einmal bitte speichern. Ich hoffe, der speichert das auch, falls ich Game Over habe, aber ist ja auch egal. Ich speichere jetzt einfach, ich hoffe, ich kriege keinen Game Over, aber ich kann ja notfalls... Immer noch in die ganzen Dings reingehen hier. So, hier möchte ich jetzt hin. P-Schalter, Panik. Oh nein. Nicht wieder sowas. Ist hier wieder? Nee. Hä? Ach, sowas. Verarschen? Verarschen. Nee, nicht verarschen. Ich hab's nur falsch gemacht. Ich hätte rutschen müssen. Geduckt natürlich. Da so nicht. Also geduckt rutschen heißt eigentlich
Nicht so, sondern anders. Also gut, jetzt bitte nochmal, aber diesmal richtig. Wer hat sich denn das ausgedacht hier? Nein! Oh, wie scheiße. Boah. Alter. Okay, da muss ich wirklich sehr schnell sein. Und ich muss auch irgendwie noch... Das Großsein bringt mir eigentlich recht wenig, muss ich auch zugeben. Nanu, jetzt. Hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Habe ich so das Gefühl. Das Beste ist, wenn man da einfach drauf landet und dann... Aber das geht, glaube ich, nicht. Verdammt. Hab ich die schon wieder nicht gekriegt? Mann! Alter! Das ist doch viel zu knapp. Wer soll denn das schaffen? Spring ich da einfach gegen? Leider. So. Vielleicht ist es gar nicht gut, wenn man hier groß reingeht. Das kann auch gut sein. Ich frage mich immer noch, wie man die Sternmünze holen soll. Nee. Ja. Alter. Mache ich das falsch, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich mache das irgendwie falsch. Glaube ich jetzt mal so. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme. So. Mann, das war ja scheiße. Kann ich da eigentlich drauf? Nee, da kann ich glaube ich nicht drauf sein, oder? Ich glaube, die fallen überall runter da. Wird nicht gehen, da drauf zu bleiben. So geht es. So, hier kommen keine. Dafür kann ich nicht richtig springen. Toll. Jetzt habe ich das geschafft und jetzt bin ich da wieder. Ich weiß nicht, wie ich die erste holen soll. Verdammt nochmal. Wie soll denn das gehen? Das Problem ist, die erste ist so scheiße. Einfach. Ich vermute, ich weiß sogar, wie es gehen soll, aber ich mach das... Hey, ich habe den Schalter gedrückt. Cool. So, ich mach's wahrscheinlich falsch. Ich muss offensichtlich... Nee, ich weiß nicht. Muss ich? Keine Ahnung. Ich vermute, da oben drauf zu landen ist genau falsch. Das geht nämlich. Das Problem ist nur, wenn man da nicht durchkommt, dann hast du auch ein Problem. So. Theoretisch könnte ich da stehen bleiben. Aber viel bringen wird mir das auch nicht. Doch, ich könnte da stehen bleiben. Was das bringt, weiß ich nicht. War mal interessant zu wissen, was passiert, wenn ich nicht einfach da stehen bleibe. Was gar nicht geht, leider. Weil ich zu weit gerutscht bin. Scheiße. Theoretisch. Jetzt habe ich nur noch 4 Leben. Ich sollte langsam mal Leben holen gehen. Immer wieder. Ich würde das gern mal wissen, was passiert, wenn ich jetzt hier... Ne? Einfach hier drunter... Mist. Ja. Also einfach da drunter nicht, aber da hinten drunter stehen bleibe. Sofern ich das hinbekomme natürlich. Das wäre die Voraussetzung dafür, dass ich das... So, würde mich echt mal interessieren, ob das einfach so geht.
Mann. Ich glaube, das geht gar nicht. Aber ich glaube, da wird auch von oben einer runterfallen. Ich glaube, ich habe da auch schon einen gesehen. Das wird wohl nicht gehen. Okay, warte. Zwei Leben habe ich noch. Ich probiere es jetzt nochmal und jetzt gehe ich erstmal nochmal Leben holen. Warte mal, halt. Okay. Da war ich zu langsam. Verdammt. Ich mache das schon wahrscheinlich schon am Anfang falsch. So, Moment. Also, jetzt muss ich erstmal hier... Ich muss hier mal weggehen. Und Leben holen. Und zwar gehen wir mal nach... Ach nee, zur Röhre muss ich jetzt genau. Halt hier oben hin. Genau da rein. Jetzt gehen wir einfach mal in den Eichenhain. Nanu, jetzt... Dieses... Ne? Eichenhain. So. Also auf dem Touchpad drauf zu klicken ist irgendwie scheiße. Weil du musst immer so doll drücken, damit das überhaupt erkennt. Das ist doof. Sorry, aber nein, jetzt nicht da rein. Hier ist erstmal das Ding. Das ist auch schon mal praktisch. Das hilft mir jetzt aber da nicht viel. Mal sehen, ob es mir irgendwo mal hilft. So, jetzt brauche ich erstmal, ich will Leben haben. Hier lang, genau. So, dann habe ich mehr als ein Leben. So, und dann war da ja noch bei den Kettenhund-Dings. Da war ja auch eine Möglichkeit, nochmal Leben zu kriegen. In der Zuckerwattenwolkenzone. Da hat man sogar recht viel bekommen, deswegen würde ich das gerne mal probieren. Ob ich das vielleicht machen sollte, weiß ich noch nicht genau. So. Vielleicht besser als das hier sogar. Ups. So. Dann brauchen wir nicht immer dieses Spiel sehen, sondern sehen dann was anderes. Toll. Wie viel habe ich denn jetzt? Das sind sogar ganz schön viele wahrscheinlich. Oh, 7. 7 Stück, krass. Und kein einziges mehr Bowser. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt habe ich wieder 9. Ja, okay. Gut, jetzt möchte ich aber noch... Immer noch möchte ich... Nee, warte. Zurück in die Zuckerwattenwolkenzone jetzt. Und da gab's ja irgendwo einen Stern. Ich erinnere mich. Wo waren das jetzt genau? Muss ich nochmal gucken. Also ich weiß, in welchem Level das war. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo. Aber wenn man sich da den Stern holt, kann man einfach durchlaufen und sich die ganzen Leben einfach holen. Weil mit einem Stern kriegst du ja sehr viel Leben, wenn du nacheinander den ganzen Gegner tötest. Hier war es nicht. Das war hier. Bei den Kettenhunden. Leinenlos für Kettenhunde. So. Gut. Nein, hier so nicht. Warte. Also der Trick ist eigentlich nur diesen Kettenhund hier nicht, sondern den hier hinten freizulassen. Halt, erstmal hole ich mir noch einen Pilz. Und zwar möglichst in die richtige Richtung. Genau, jetzt passiert nämlich das. Man kann sich hier diesen wunderschönen, formschönen Stern holen. Und dann einfach hier einmal durchlaufen. Und dann verliert man natürlich wieder was. Aber man hat immerhin ganze 7 Leben bekommen. Und das kann man so oft machen, wie man will. Wie man sieht. So, und Münzen kriegst du auch nochmal. Also gibt es da auch noch ein paar Leben. Und jetzt gehe ich da einfach nochmal rein. Lalalala. Bis ich ein paar mehr Leben habe. Ich weiß nicht, bis 50 vielleicht? Ja, so. Das ist jetzt ein bisschen langweilig für euch vielleicht, aber ich zeige dieses Spiel so, wie es ist. Und wenn es halt daraus besteht, dass man das so machen kann zum Beispiel, dann ist das halt so. So. Wir können jetzt natürlich auch die ganze Zeit das andere Spiel spielen, aber ich finde das langweiliger als das hier. Vor allem brichst du dann auch nicht so viel Leben. Das war ja schlecht. Mann, das war aber auch fies. Also manchmal geht das mit dem Pilz, manchmal geht das irgendwie nicht. Man muss es bloß richtig machen, dann geht's auch. So. So zum Beispiel nicht. Das geht ja sogar. Krass. Was?
Mich hat er noch nie in Ketten und... Okay, ich probiere vielleicht doch mal das andere Spiel da. Aber hier kriegst du eigentlich sehr viel... Also das Pilzhaus wieder. Aber hier kriegst du ja auch sehr viel Leben, wenn du es richtig machst eigentlich. So viel zur Theorie. Boah, jetzt läuft er genau weg. Boah, wie scheiße. Also, wenn man es richtig macht, ne, dann kriegt man hier eigentlich genug Leben. Aber man muss es natürlich auch richtig machen. Nicht so wie ich. So, jetzt haben wir schon mal den Pilz. Das ist gut. So, warte. Nein, vorsichtig. Nein, das war auch nicht gut. Egal. Hier habe ich erstmal diesen Pilz. Ups. Verdammt. Also der Kettenhund muss das natürlich auch kaputt machen, sonst geht das nicht. So, und so funktioniert das offensichtlich nicht. Ist er genau daneben gesprungen. Das ist ja auch ein... Das ist ja auch ein Trick, den man erstmal beherrschen sollte. Genau daneben zu springen, so. Okay, jetzt hier nochmal den Pilz. Und jetzt muss es aber klappen. Nein. Jetzt so. Also jetzt hier Trick. Nummer 17. Na, was machst du denn, du Stern? Hey. Na, so geht's nicht. Ah, immerhin habe ich jetzt 19 Leben. Bisschen mehr als vorher. Ich muss natürlich auch die ganzen Gegner treffen, sonst bringt das nicht viel. So. Ich finde das hier spannender und herausfordernder als dieses andere Spiel. Als dieses in dem Pilzhaus da, was total blöd ist irgendwie. Sorry, aber ist doch so. Na jetzt. So geht's auch. Na komm schon, jetzt beweg dich mal in diese Richtung, danke. So. So, warum mache ich die überhaupt tot? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich macht es ja überhaupt keinen Sinn. Hier ist jetzt gar nichts mehr drin. Ups. Na nu, jetzt. Ach. Verdammt. Okay, ich mache mal das andere Spiel nochmal. Ist mir auch gerade zu blöd. Das muss man erstmal hinkriegen, diesen Stern zu kriegen. Das ist das Problem. Aber ansonsten geht's eigentlich. Gut, jetzt mache ich das hier mal. So. Ah, aus diesen Kanonen kommen gleich bla. Okay. Lasset mich die Leben. Hallo? Ja, fliegt direkt durch mich durch. So klar. Das war knapp. Das war nix. Nein, einmal Bowser eingesammelt. Verdammt. So, jetzt werden bestimmt 5 oder so. Ja, 5. Ja, genau. Okay. Gut. Es sollte jetzt erstmal reichen, um das mal zu probieren da. Dieses Level da. Das kann ja lustig werden. Ach, wo will ich denn hin? Hier muss ich hin. So. Und zwar hierhin. Abschuss. Und jetzt darf ich mich nochmal damit quälen, dieses Level zu machen. Das kann ja lange dauern. Also das hasse ich. Sowas. Wo man wirklich so schnell sein muss. Und kein bisschen, also das... Ich kann das einfach nicht. Nein. Okay, da sind wir auch schon tot. So schnell geht das. Er sollte eigentlich rutschen, hat jetzt natürlich einen Stammsprung gemacht. Das war ungünstig. Und so ganz geklappt mit der Sternmünze hat das auch noch nicht. Ich glaube, einmal habe ich die auch nur gekriegt. So.
Verdammt. Mann. Na, ich will immer aus dem Level rausgehen, aber das kann ich ja leider nicht. Ne? Wenn ich die erstmal hinter mir habe, dann geht das ja eigentlich. Aber das... Was heißt denn, geht das ja eigentlich? Das war ja genauso scheiße, aber... Das wird ja schon irgendwie klappen, wenn ich das hier erstmal hinter mir habe. Verdammt. Mann! Die Scheiße. Nein! Oh, es ist ja nicht schnell genug geduckt und jetzt ist er... Das gibt's doch nicht. Mann! Hat er sich nicht schnell genug geduckt und ist nicht gerutscht und dann war's das. Schön. Nee, warte, warte, warte. Was kommt jetzt wieder? Natürlich. War so klar. Nein. Oh, scheiße. Also man darf nicht dran, man darf da nicht hängen bleiben. Schon mal wichtig. Und man kriegt das aber sogar hin irgendwie. Offensichtlich, weil ich habe es zumindest schon mal weiter geschafft als vor. Als vorhin. Okay, jetzt warte. Wenn man am Anfang. Na gut, das mit der Sternmünze hat jetzt nicht so geklappt. Das mit dem P-Schalter auch nicht. So. Toll. Mann. Das ist so fies. Dieses Level. Muss nur ein, geht nur einen Schritt fehl und es wird scheitern. Ach, die drücken jetzt auch für mich. Ist ja praktisch. Man bräuchte da gar nicht drauf hüpfen. Man kann eigentlich direkt weiter... Bitte, was? Was kommt jetzt? Was für fieses... Wow. Nein! Oh, wie fies! Alter, wie fies ist das denn bitte? Musst du laufen, dann sollst du da einfach... Wie soll denn das gehen? Vor allem springt er denn einfach zu hoch. Okay, ich komme aber schon mal weiter. Das ist ja schon mal ganz praktisch. Nein! Ah, scheiße! Hat er schon wieder einen Stammsprung? Ich drücke mal zu schnell nach unten. Oder zu früh, weil er macht einen Stammsprung. Und dann ist alles verloren. Statt sich zu ducken natürlich. Was er eigentlich tun sollte. So. So, jetzt hat der Anfang schon mal besser geklappt. Nein! Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch... Jetzt hat er sich geduckt, aber war nicht... Hatte keinen Schwung mehr drauf. Mann. Alter, wer denkt sich denn das aus hier? Ups. Hat es mit der ersten Sternmünze nicht so ganz geklappt. Scheiße. Oh Mann, das ist doch blöd. Da drückst du ein bisschen zu spät das mit dem Ducken und schon hast du verloren. Weil er dann nämlich schon steht. Und dann kannst du gar nichts mehr machen. So. Verdammt.
Alter. Aber ich hab's durchgeschafft. Krass, Level beendet. So, wunderbar. Jetzt kann ich theoretisch ja immer das Level verlassen, wenn ich irgendwie failen sollte. Vorausgesetzt natürlich, ich kann schnell genug Plus drücken. So. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal rein und gucke mal, ob ich die Sternmünzen nochmal holen kann. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht klappt das ja. So, auch wenn ich es nicht glaube, ehrlich gesagt. Mist. Springt er wieder zu weit. Mann. Der soll eigentlich, soll er genau da drauf landen. Das war der Plan. Damit er nämlich schnell genug ist. So geht's auch. So. Also gut. Machen wir es halt nochmal. Warum denn auch nicht? Das Gute ist, ich kann jetzt immer zur Karte zurückkehren, wenn ich irgendwie failen sollte. Also eigentlich immer. So. Brauche nicht dauernd Leben holen dafür. So, na gut, jetzt machen wir das mal so. Hat. Bah. Also ich muss schon in der Bewegung auf diesen P-Schalter drauf, weil sonst. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht. Alter! Okay, machen wir es nochmal. Jetzt kriege ich das nicht hin, in der Bewegung auf diesen P-Schalter zu landen. Ich glaube, man muss auch ganz bestimmt irgendwo vorne abspringen. An einem ganz bestimmten Punkt wahrscheinlich. Den ich wieder verpasst habe, natürlich. Vermute mal hier. Also gut, jetzt reicht's mir aber mal. Komm, dann lassen wir das mit der Sternmünze hier mal. Und holen stattdessen mal die zweite, vielleicht. Oder auch nicht. So. P-Schalter-Panik. Mist. Nein, nein, nicht schnell genug gedrückt. Verdammt. Na, das passiert, wenn man nicht schnell genug drückt. Tja. So, ich frage mich auch, wie das da mit den Dings gehen soll. Mit der zweiten Sternmünze, ohne Schaden zu nehmen, wohlgemerkt. Alter, komm. Landet immer genau daneben. Jetzt aber nicht. Jetzt hat er sich aber leider nicht. Mann. Okay. So. Problem ist, er bleibt dann stehen und dann kommst du nicht mehr. Nein, ah, verdammt. Zu spät gedrückt. Hätte ich es geschafft. So, also da rauszukommen wieder aus dem Level, ohne ein Leben zu verlieren. So, gut, jetzt möchte ich gerne hier einmal abspringen. Und hier rüber und hier. Scheiße. Boah, wie knapp. Zur Karte zurückkehren, so. Okay, jetzt bitte nochmal. Das kann sich noch um Jahre handeln. Ich dachte, ich werde mal irgendwann mit dem Spiel fertig, aber siehst du ja, wie gut das nicht klappt. Nein, Alter, was machst du denn, Luigi? Du sollst da durchrutschen, verdammt nochmal. Wer denkt sich denn das aus? Mann. Mann, oh. Ach ja, Pilz, warte, Pilz. Das ist gut. Okay, bloß die erste Sternmünze habe ich dann trotzdem noch nicht.
Anu, jetzt komm schon. Nein. Wow. Nein. Ah, verdammt mich. Verdammt. Verdammte Scheiße. Siehst du, hat ja wunderbar geklappt. Bin ich, glaube ich, bin ich am P-Schalter? Ich glaube, ich bin am P-Schalter hängen geblieben. Ich habe das gar nicht so schnell realisiert. Es geht einfach zu schnell. Das ist das Problem. Das war ja schlau. Warte, ich muss nochmal beenden. Ja. Weil sobald ich den P-Schalter drücke, siehst du ja. Geht's da los. Das heißt, ich muss da möglichst schnell sein, während ich den drücke. So. Heißt also möglichst einfach drüber im Vorbeilaufen halt. Also nicht so. So. Wenn ich jetzt noch die erste Sternmünze bekommen könnte, das wäre toll. Wenn ich da nicht immer hängen bleiben würde, das wäre auch toll. Boah, wer denkt sich denn sowas aus? Und da sagt mal einer, das Spiel wäre leicht. Mann, schon wieder nicht. Nicht richtig. So, warte, jetzt. Nein. Der springt aber unterschiedlich weit irgendwie. So, jetzt ist eigentlich perfekt, aber ich habe das schon wieder nicht geschafft. Das schaffe ich nicht. Beenden, ja. Bist du einmal kurz... Verdammt nochmal. Einmal kurz am P-Schalter hängen geblieben und schon war's das. So. Wäre ich denn zerquetscht worden, ist auch schön, aber... ist nicht so erstrebenswert, dieser Zustand. Mann! Sonst springt er immer weiter und jetzt irgendwie nicht. Genau das meine ich. Jetzt ist er schon wieder weiter zu weit gesprungen. Das war ja schlau. Nur zur Karte zurückkehren. So. Gut. Also gut. Wir haben immer noch nicht alle Sternmünzen. Ich frage mich, ob ich die jemals werde bekommen können. Ich frage mich, ob der letzte Level dann noch fieser sein wird oder wieder so ein Rätsel-Level wie damals. So, jetzt habe ich zumindest schon mal die erste. Wenn ich jetzt noch zum Schluss bis zum Ende durchkomme, das wäre toll. Wenn das klappen würde, warte. So, ist mir gerade egal. Sternmünze da. Hauptsache, ich komme irgendwie durch. So, ich bin hier am Ziel. Das ist gut. Und mit One-Up. Yeah. So, und ich habe zumindest eine Sternmünze schon mal. Das ist ja auch schon mal was. So, ich glaube, ich muss da hinten rutschen, oder? Nachdem ein Hörnchen da, also nach dem einen Flughörnchen da, weil sonst komme ich da gar nicht rüber. Oder ich muss direkt so springen, dass ich drauf lande. Das kann sein. So, ich habe zumindest schon mal eine Sternmünze. Das ist ja schon mal gut. So, das heißt, die erste brauche ich, da brauche ich mir keine Sorgen mehr drüber zu machen. Ich muss aber trotzdem hier einigermaßen mit Schwung darauf. So. Also, erste haben wir schon mal sicher. Das ist schon mal gut. Jetzt fehlt noch die zweite. Ich frage mich, wie man die holen soll, ohne dabei Schaden zu nehmen. Nein, also so offensichtlich ja nicht. So. Also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss da wirklich einfach durchlaufen und da Schaden nehmen. Mir fällt sonst nichts anderes ein, außer ich habe hier irgendwo einen Stern, aber das glaube ich nicht. So, okay. Das sieht übrigens irgendwie aus wie so ein... was? Nein. Also... Scheiße. Okay. Ist ja wieder nicht richtig gerutscht. Mann. Habe ich das Rutschen wieder eine Millisekunde zu spät gemacht und schon... Siehst du ja, was passiert. Zum Glück kann ich das Level jetzt verlassen.
Ist ja auch das Gute daran, so. Wenn mir sowas passiert. Sofern ich natürlich rechtzeitig dran denke, so. Das war nicht so gut, weil... Jetzt kann ich nämlich das nicht holen, scheiße. So, so ein Mist. Verdammter Mist. So, okay. Nicht aufregen. Das ist überhaupt nicht schwer, eigentlich. Wenn man sich nicht allzu dämlich anstellt, also nicht so wie ich. So. Ist es... Oh, ist eigentlich... Eigentlich... Naja, geht... Nee, tut's nicht. Warte mal. So. Schon wieder genau das gleiche Problem. Der rutscht einfach nicht richtig da durch. So. Und das Ganze jetzt noch einmal. So. Na, verdammt. Ah, verdammt. Also du sollst da jetzt richtig raufspringen, verdammt nochmal. Hallo? Mal macht das, mal macht das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ich muss eh beenden, weil erstens werde ich zerquetscht und zweitens schaffe ich es nicht, die Münze zu holen. So. In dem Fall hier. So, P-Schalter-Panik. Okay, warte. Ich glaube, man muss auch von Anfang an schnell sein, oder? Ich weiß es nicht genau. Mann, dieses Rutschen, ne? Das tut er einfach manchmal nicht. Ich verstehe das nicht. Drücke ich zu spät oder was ist das Problem? Verdammt nochmal. Ich vermute mal, dass ich zu spät drücke und er zuerst dagegen kommt und dann deswegen nicht mehr rutschen kann. Verdammt, jetzt kann ich die Sternmünze wieder nicht holen. Siehst du, genau deswegen nicht. Ach, so eine Scheiße, verdammt. Also gut. Wie fies. So. Verdammt, jetzt habe ich den nicht bekommen, so ein Scheiß. So, mal sehen, ob ich hier durchkomme. Wie soll man die da oben denn kriegen? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich schon wieder durchgekommen durchs Level, ist ja auch toll. Nicht mal das Leben habe ich gekriegt. Oh Mann, Level beendet. Yeah, toll. Und jetzt? Habe ich immer noch keine Sternmünze mehr. Also gut. P-Schalter-Panik. Lololololo, das kann sich alles noch um Jahre... Nee, kann sich noch hinziehen hier alles, leider. Ich weiß leider auch nicht, wie lange das noch dauern wird, bis ich das hier hinkriege. So wird das wohl nix. Hat auch so gut geklappt bis hierhin. Verdammt. Und wie ich die dritte holen soll, weiß ich auch nicht ganz genau. Nicht so genau, meine ich. Aber ich bin groß. Wieso bin ich denn groß am Anfang? Ach so, weil ich das groß beendet habe. Ach cool. Nein. Siehst du genau das, wenn du einmal ganz kurz irgendwo hängen bleibst, an dem P-Schalter zum Beispiel, dann ist schon aus. Dann kannst du es schon vergessen.
Ich brauche immer noch 2 Sternenmünzen, verdammt nochmal. Ich möchte gern das Spiel zu 100% schaffen. Und nicht zu irgendwas. 90% oder so. Oder 95% oder so. Ich weiß nicht genau. Das letzte Level möchte ich euch auch gern zeigen. Außerdem interessiert mich das selber, welches das ist. Was das für eins ist, meine ich. So. Schon wieder hängen geblieben, beenden. Na toll. Wunderschön, einfach. Wunderschön. Das hat auch schon mal geklappt, da bin ich da hinten gestorben. Okay, also jetzt bitte noch einmal da durch. So, ich habe ja schon mal die erste, das ist doch schon mal was. So, aber die anderen sind halt so fies, weil du dafür Schaden nehmen musst, um die überhaupt bekommen zu können, so wie es aussieht. Zumindest bei der zweiten ist das so. Verdammt. Boah, wie fies. Wie fies das einfach ist. Jetzt mache ich das hier schon wieder seit fast einer Stunde. Nee, seit einer Dreiviertelstunde schon wieder. Bin ich hier, also nicht an dem Level, auch an dem ersten noch. Also auch an der Knochenbahn dann noch. Aber trotzdem. So. Okay. Und beenden. Weil ich schon wieder hängen geblieben bin. Für ganz kurz. Das kann doch nicht wahr sein. Also gut. Das Ganze nochmal. Denkt sich denn nur sowas aus? Das ist doch unfassbar. So, halt. Habe ich das schon mal? Gut. Jetzt muss ich bloß noch hier durchkommen. Wow. So, ich glaube, wir haben schon mal die zweite Sternmünze sicher. So wie es aussieht. Auch wenn ich jetzt klein bin, aber ich habe schon mal die zweite Sternmünze. Und 13 Leben. Toll, fehlt nur noch die letzte. Von der ich noch keine Ahnung habe, wie ich sie bekommen soll. Wahrscheinlich muss ich da ebenfalls Schaden nehmen. Weil ich vermutlich auf diese Viecher da drauf springen muss. So, aber zumindest die zweite, da brauche ich mir keine Sorgen mehr drum machen. Ach, was war das denn? Habe ich ganz vergessen, die P-Schalter zu drücken. Ich meine, ich bin drüber gesprungen. Ich habe nicht vergessen, dass da ein P-Schalter ist. Überhaupt nicht, nein, gar nicht. So. Na gut, ich habe es doch vergessen. Wieso auch immer. So. So, jetzt das habe ich schon mal geschafft. Jetzt muss ich bloß noch... Wie soll ich denn die kriegen? Ach so. Das geht auch. Das ist unfassbar. Oh, vielen... Sogar noch ein Item kriege ich. Alter, wie genial. Ich habe es geschafft. Das hätte ich ja niemals erwartet. Tja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Warte mal, erstmal nehme ich das Item hier an. So, die Feuerblume. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch mal die anderen Videos gucken und ich... Nee, warte mal, ich speichere jetzt erstmal. Halt. So. Menü speichern. Ja. Okay, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich mal, tschüss.